Nun gehen wir zum zweiten Kapitel. Und dieses Kapitel dreht sich rund um die Browser Microsoft Edge, Chrome und Firefox. Hier werde ich euch ein paar allgemeine Infos sowie die Einstellungen der verschiedenen Browser zeigen, wie wir Add-ons installieren sowie deinstallieren, insbesondere uBlock Origin und Google Übersetzer. Als letztes werde ich euch zeigen, wie man Lesezeichen und die Leseliste hinzufügt oder entfernt. So, hier befinden wir uns im Browser Microsoft Edge. Normalerweise befindet man sich am Anfang in diesem Browser, wenn man den Computer zum ersten Mal öffnet. Hier kann man auf die Einstellungen gehen und kann verschiedene Einstellungen hier einstellen, die man benötigt. Uns geht es jetzt hauptsächlich um die Erweiterungen. Wir gehen hier zu den Erweiterungen. Wie ihr hier seht, kann man Erweiterungen aus dem Web Store herunterladen, wie zum Beispiel Block Origin. Dann laden wir das herunter, indem wir hier sagen, abrufen, Erweiterung hinzufügen. Schon hat man die Erweiterung. So einfach geht das. Hier seht ihr eine Leseliste, dieser Stern hier. Mit diesem Stern kann man etwas zur Liste hinzufügen, in die Taskleiste. Falls man die Taskleiste haben will, muss man das noch separat einstellen bei der Darstellung und anzeigen lassen, wenn man das genau findet. Zum Beispiel hier habe ich schon gefunden, Favoritenleiste anzeigen. Immer. So habt ihr das schon gefunden. Und habt eure ganzen Daten. So, nun gehen wir zu Firefox. Bei Firefox sieht es genau gleich aus. Einfach, das ist ein anderer Browser. Hier kann man auch auf Erweiterungen gehen. Oder zum Beispiel in die Einstellungen. Hier auf Erweiterungen. Und kann genau das gleiche machen, indem man hier oben schreibt Google Übersetzer. Und sich dann einen Google-Übersetzer herunterlädt. So. Hinzufügen. Erlauben. Google English Texts. Und dann geht man hier drauf, macht Doppelklick. Übersetze ausgewählten Text. Und schon hat man eine Übersetzung zum Beispiel. Das war's. Beim Chrome Browser, den ich am meisten benutze, kann man das gleiche machen, indem man hier hingeht, auf Einstellungen geht, auf Erweiterungen. Hier sieht man die Erweiterungen, die man installiert hat. Man kann in den Chrome Shop gehen, Store. Und sich weitere Erweiterungen herunterladen, falls man das benötigt. Die sind alle gratis. Ihr habt ihr auch die Lesezeichen, die ihr hinzufügen könnt. Auch eine Leseliste. Die Leseliste ist dafür da, etwas zu lesen. Wenn man das einmal gelesen hat, dann geht es in dieser Liste weg. Das ist nur die Leseliste. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in die Browser geben. Ich empfehle euch entweder Chrome oder Firefox zu verwenden. Aber falls ihr Microsoft Edge verwendet, ist das auch kein Problem.